Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen heute eine Runde mit dem Dwight. Ich habe einen Schlüssel mit dabei und da sind auch Addons drauf. Ich kann den Killer sehen und dass es 10 Minuten länger hält, weil der lilane Schlüssel hier hat ja sonst nur 5 Sekunden Ladung. Okay, das Setup ist quasi einfach ein random Setup, das wir gestern als letztes im Stream gespielt haben. Killer ist da, ist er, der Trapperino. Und wisst ihr was? Der Killer hat ein Memento Mori dabei. Da kommt ja auf jeden Fall schon mal Freude auf. Bin sehr gespannt. Er hat sich diese Map hier nicht ausgesucht, interessanterweise. Das war ein Survivor. Das mag jetzt vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen komisch sein, dass sich das ein Survivor ausgewählt hat. Ah, da dreht er nochmal um. Wie oft willst du denn jetzt umdrehen? Okay, bist du mich erwischt. Verstehe. War eine gute Taktik. Ja, muss ich ja schon gestehen. Gut, dann hauen wir hier mal ab. Also, ich habe Vorwarnung dabei, ich habe Bindung, ich habe den Strike und ich habe. Wir werden ewig geiern dabei. Und ich hoffe, dass das jetzt hier eine gute Entscheidung ist. Jo. Komm schon. Nee. Er weiß garantiert, dass ich. Wow, okay, dass ich noch hier bin. Legt er da schon eine Falle hin? Verstehe ich nicht. Ach, warte mal, dann machen wir das anders. Gar kein Problem, mein Freund. Ja, willst nicht in deine eigene Falle treten, oder? So. Leider hat er jetzt die Nia schon gesehen. Und hat ja auch nochmal einen Hit mitgegeben. Ach, die hat sogar eine Taschenlampe dabei. Ja, und jetzt droppt sie natürlich. Das ist natürlich super. Super Ding! Nia, du bist die Beste. Schon wieder packt er die Falle dahin. Und sie disconnected, ey, als ob. Die wollen mich doch trollen, alle. Okay. Kann man mal machen. Vorsicht, hier ist noch eine Falle. So. Ah, er dribbelt. Wieso spiele ich eigentlich heute schon wieder gegen so eine Low-Killer? So, komm, du musst einmal nur einen tanken, dann schaffe ich's. Lori! Lori! Komm, bitte, blocken, blocken, blocken. Blocken! Und tschüss. So. Aber dass der eine da jetzt schon wieder geragequittet ist. Ist halt ein bisschen low, muss ich sagen. Aber gut, passt ja zu dem Killer, gegen den wir hier spielen. Meine Fresse, ey. So, hoch mit uns. Ja, ich werde jetzt einfach Pallet looten. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, mein Lieber. Hier hochschlagen ist, glaube ich, nicht drin. Dann rennen wir mal weiter. Passt mich seinem Spielstil an. Ja, ich versuche dann einfach, dass meine Mates ein bisschen was schaffen. Nö. Und wenn denn meine Mates hier noch irgendwie zwei Generatoren schaffen in der Zeit. Ich bräuchte eine Palette. Hier müsste noch eine sein. Nein, hier ist keine. Na gut, okay, ja, dann. Komm, schlag mich doch hier um. So, dann habe ich nämlich noch meinen Strike. Oder willst du wieder dribbeln? Hier ist, glaube ich, kein Haken in der Nähe diesmal, mein Freund. So, tschüss. Brenn in der Hölle, du kleines Opfer. Da drüben. Obwohl die. Wow, shit. Erwische ich, glaube ich, nicht mehr. Nee. Okay, mal schauen, ob es jetzt so ein Facecamp gibt. Also da arbeitet jemand und da. Komm, wenn ihr die beiden fertig macht und ihr mich dann rettet, dann könnte ich euch vielleicht im Umkehrschluss mit der Luke belohnen. Ja? Als Ausgleich. Komm, zieht durch. Ja, er zieht nicht durch. Aber du, komm, zieh durch. Aber warum der eine Typ wieder geragequittet ist, ey, ich verstehe es nicht, wirklich nicht. So, jetzt wird der gejagt. Und der Killer, halt auch wieder mega low, leider. So, könntest du helfen? Wo rennst du hin? Come on.
Come on, hilf doch. Wenn er hierher kommt, dann können wir den Generator gemeinsam machen und dann suchen wir die Luke. Ich hab doch den Schlüssel dabei, Leute. So, einmal hochheilen, danke. Der wird immer noch gejagt, so wie es aussieht. Wir haben ja Bindungen, können das sehen. Peineck, ich habe einen Schlüssel. Lass uns nur noch den einen Generator machen. Der eine ist disconnected. Dann müssen wir nur noch die Luke finden. Das sollte ja auch schnell gehen. Oh, ach, hier ist Ruin. Soll ich Gentabbing machen? Nee, so low wie er wollen wir nicht sein. Wir spielen fair. Ja. Auch wenn wir gegen Leute spielen, die nicht fair spielen können. Also, ich muss weg. Da unten sind sie. Jetzt kommen sie leider hier hoch. Obwohl, wenn sie jetzt wegrennen mit ihm, dann probiere ich hier weiterzuarbeiten. Oh shit, sie hat einen Hit bekommen. Ah, er jagt ihr noch hinterher. Hier wäre auch noch eine Palette, Süße. GG. Na, wir rennen dann mal weg. Ne, interessiert ihn gar nicht. Er hat seinen Tunnelblick. Okay. So, das bedeutet, wenn wir noch den einen Generator hier schaffen und die Luke spawnt und vielleicht hört er jetzt ja auch wieder auf zu campen, beziehungsweise ich habe jetzt das Gefühl, dass er zu mir kommen wird. Ja, das bin ich, der Grants. So, ich muss hier leider weggehen. Ach, da ist der andere. Damit geholfen werden kann. Hier war ich ganz am Anfang schon, hier ist nichts mehr. Doch, hier ist noch eine Palette, wow, nice. Habe ich fast nicht gesehen. So, in dein Gesicht, du Häsliger. Schaffe ich das? Ich hoff's. Jo, schaffe ich noch easy. Nö. So nicht, mein Freund. Obwohl, nee, du bist nicht mein Freund. Du bist ein hässlicher Mongo. So, war hier auch noch eine Palette? Jo. Palette Heaven hier für mich. Boots. Das wird so leider nicht funktionieren. Der andere wurde gerettet. So, komm, macht fertig. Haben wir ihn abgehängt? Ich weiß es nicht. Ja, er geht weg. Okay. So. Die anderen machen hoffentlich den letzten Gen jetzt hier fertig. Und ich muss dann nur noch... Ah, da ist jemand, ja. Leute. Ich mach mal eben das Totem weg. Wenn das okay für euch ist. Der ist schon sehr weit. Der ist schon sehr weit. Und dann hauen wir... Yo, nice. Komm, Leute, durch die Luke. Ich hab den Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel. Da hinten kam er. Oh, er hat Nöt. Er hat Nöt. Der eine macht gerade. Komm mit. Komm, komm, komm. So, nice. Wir beiden sind abgehauen und ich hoffe, dass die andere auch noch hinkommt, Leute. Und wir haben ja mal drüber gesprochen, wenn es spannend ist, dann wollen wir noch zuschauen. Ja, ich hoffe, dass sie es auch noch schafft. Ich hoffe wirklich, dass sie es auch noch schafft. Der Killer hat das in meinen Augen überhaupt nicht verdient, hier noch irgendwas zu erwischen. Ich habe wirklich jetzt gedacht, dass er Nöt hat, weil der Typ direkt an ein Totem ran ist. Aber er wollte scheinbar nur noch die Punkte für das Totem sich geiern. So, du weißt, dass die Luke unten wahrscheinlich ist. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Oh Gott, hat er dich gesehen? Lauf, lauf! Okay, drop die Pallet. Droppen, droppen. Oh, nice.
Da hat sie noch eine. Du musst nach unten kommen. Oh Gott, Leute. Nee, das war nicht gut. Oh, er schlägt daneben. Sie hat auch noch hart im Nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ein bisschen laggy beim Zusehen, oder? Weiß nicht, ob das immer der Fall ist. Ich hoffe nicht, dass sie noch erwischt wird. Oh, was? Was? Oh, er hat die Luck. Die lackt sich ja mega durch. Aber ich habe das Gefühl, er hat trotzdem Nöd, oder? Ich glaube, er erholt sich immer so schnell von den Schlägen. Er hat kein Nöd. Okay, runter mit dir. Du musst runter. Genau, da ist noch eine Palette, die du droppen kannst. Das ist gut, dass er so rum ist. Wirf. Nice. Hau ab jetzt. Runter mit dir. Runter mit dir. Oh Mann. Ich hoffe, dass sie es noch schafft. Jetzt hängt er ihr natürlich genau am Arsch. Oh, sie hat noch einmal hart im Nehmen. In die Sackgasse reingeht. Naja, jetzt ist sie down. Boah, wie er sie fast nicht mehr gesehen hat. Ah, feels Batman. Feels Batman. Schade. Sie hat es nicht mehr geschafft. Sie hat es nicht mehr geschafft. Wir sind durch die Luke abgehauen mit dem anderen. Vielleicht hätte ich sie auch erstmal einsammeln sollen. Ich hatte ja die Bindung dabei. Auch wenn er jetzt alle Paletten macht. Na, schade. Wie geil wäre das, wenn er es jetzt nicht mehr geschafft hätte, sie aufzusammeln, weil sie mit Unbreakable einfach aufsteht. Oh Mann. Ja, jetzt habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass wir einfach abgehauen sind, ohne ihr noch die Chance zu geben, mitzukommen. Aber er hatte kein Nöd. Ach stimmt, er hatte ja noch ein Memento Mori. Er hatte ja noch ein Memento Mori. Okay. So, wenn sie... Los, komm. Wenn sie Unbreakable jetzt benutzt, ey, ich würde ihn so auslachen. Wenn er es jetzt so rauszögert und sie jetzt... Lauf! Oh, schade. Okay. Naja, gut. Leute, ich würde sagen, mit den Bildern verabschieden wir uns. Ich finde den Killer ziemlich low von seiner Spielweise her. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schade, dass da eine disconnected ist. Ich glaube, sonst hätten wir es geschafft, mit mehr Leuten abzuhauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich bin dann raus. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ach halt, warte. Ihr wollt bestimmt noch sehen, wie es mit dem Emblem aussieht. Silber, Gold, Bronze, Gold. Wir haben unseren Pip bekommen. Und ihr wollt wahrscheinlich auch sehen, wie es mit den Punkten aussieht. Sie hat 13.000 sehr gut gespielt. Also sie hätte richtig die Punkte gekriegt. Und so. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao, ciao.